Hey Leute, ich bin aus dem Urlaub zurück und drehe natürlich direkt euer Mittwochsvideo. Ihr seht ein bisschen viel Kram und Klimbim, natürlich noch nicht alles, denn wie in jedem Urlaub habe ich ein bisschen was geshoppt und ich möchte euch gerne zeigen, was, denn ich habe auch einiges zum Thema Diamond Painting geshoppt, aber mehr für meine Freundin als für mich. Ich darf es euch trotzdem zeigen, werde aber nicht alles aufmachen, weil sie Dinge davon zu Ostern bekommt. Ich habe auch ein bisschen versucht, meine Schatten zu reduzieren, aber das Wetter ist heute ein bisschen diesig. Darum lässt sich das Ganze nicht so gut ausleuchten. Ich werde das aber mal ein bisschen verändern. Ja, da müssen wir noch ein bisschen höher gehen. Ich will nämlich, dass es Licht gibt, aber nicht permanent meine Schatten. Und versuche das auf so ein, mit so einem Lightbox-Effekt irgendwie hinzukriegen oder zu. Okay, also das mit, also ohne Licht seht ihr ja, wie diesig es ist. Und deswegen mache ich das Licht einfach mal wieder an und leuchte uns wieder ein bisschen besser aus. Und ja, wir leben mit den Schatten und können dann lieber gucken. Ihr seht schon, ich zeige euch als erstes die Klamotten, die ich gekauft habe. Und zwar habe ich mir im Lidl im Urlaub, also wir waren an der Ostsee, lustige Socken mitgenommen. Finde ich mega gut, feiere ich hart. Ich liebe Brokkoli und ich mag Avocados. Ich habe nur solche Socken an, also falls ihr euch wundert oder das verrückt findet, lebt damit. Ist mein Lieblingsspruch im Moment. So, dann habe ich mir zwei Hoodies mitgenommen oder zwei Pullis eher gesagt. Ich habe nämlich zwei, die sind so circa 12 Jahre alt und die haben so langsam Löcher an der Kapuze und an der Tasche, wenn ich da immer was reinstecke. Und die können dann ausziehen und dafür ziehen zwei neue Pullover ein. Und zwar habe ich mir einmal ein, das ist einer meiner Lieblingsfarben, so ein, ja, geht fast ins Mintgrün, Marine Cruises, ein Pullover gekauft. An der Ostsee gibt es ja immer diese, also falls euch die Marke interessiert, gibt es ja immer diese Stolz, ich glaube Stolz-Geschäfte. Und da gehe ich immer mal stöbern. Leider hatten sie die T-Shirts noch nicht. Ich liebe deren T-Shirts von Navigator zum Beispiel von der Marke, wo dann die Möwen oder so ein Seemann oder sowas drauf ist. Die liebe ich total. Wollte ich mir wieder kaufen, weil eins davon ein Loch hat. Das ist aber meine Schuld gewesen. Ich habe irgendwie was mit einem Haken an der Kleidung nicht in den Wäschesack gesteckt und das ist dann beim Waschen wohl in dem T-Shirt hängen geblieben und hat da mehrere Löcher reingerissen. Das wollte ich mir ersetzen, das T-Shirt. Die hatten sie aber noch nicht draußen. Wir waren ein bisschen früh da. Und wären wir im April da gewesen, hätte ich locker ein paar T-Shirts gekriegt. Naja, so ist es dann ein Pulli dort geworden. Das ist einmal der. Den habe ich reduziert gekauft. Da habe ich also auch noch einen Schnapper gemacht. Und dann habe ich mir noch diesen Pulli mit den Koordinaten drauf gekauft. Das ist kein Hoodie, sondern so ein ganz normaler, so ein ganz normales Sweatshirt. Relativ schlicht. Da haben mir aber die Koordinaten drauf gefallen. Der war reduziert im Lidl. Genau wie die Socken, die gab es auch im Lidl. Und dann durfte der Pulli auch noch mit. Jetzt habe ich zwei neue. Die habe ich sogar schon gewaschen. Dann habe ich mir noch bei Karls etwas gekauft. Und zwar war diese Seifenschale aus richtig robustem, schweren Metall reduziert und die passt von der Farbe her super in meinem Badezimmer. Ich habe jetzt eine aus Holz da, aber die ist nicht mehr so schön. Darum wird die ausgetauscht. Ich benutze nämlich Stückseife, ganz retro, anstelle von den Plastikseifenspendern. Die muss ich für meinen Mann trotzdem befüllbar im Bad haben, weil der hasst Seifenstücke. Der mag das Gefühl nach dem Händewaschen nicht. Ich habe mich daran aber gewöhnt. Und dann hatte ich vom Frühstück noch so ein Salz über. Wir haben nämlich Rührei bei Karls gegessen. Und ich fand es witzig, dass da Mehrbausatz draufsteht. Und darum habe ich das auch mitgenommen. Fand ich irgendwie niedlich. Dann habe ich mir für den Hintergrund oder zur Deko eine richtig schöne Postkarte mitgenommen. Guck mal, die sieht richtig kunstvoll aus. Die fand ich richtig, richtig hübsch. Ich habe auch noch zwei Postkarten für zwei Freundinnen gekauft, die im ähnlichen Design waren, allerdings mit einem Gruß drauf und mit einer Möwe drauf und darum habe ich mir dann die behalten. Und dann war ich noch im Teddy. Erst war die Enttäuschung, also da habe ich einiges gefunden. Ich hole es mal ins Bild. Erst war die Enttäuschung riesengroß, weil der Markt nicht auf hatte. Die hatten wohl einen Wasserschaden. Und am Freitag
2 Tage bevor wir wieder abgereist sind, hat der Teddy dann doch noch aufgemacht. Ich bin dann direkt reingegangen, habe ein paar Sachen für mich und ein paar Sachen für meine Freundin besorgt. Und ich zeige euch mal, was ich da gekauft habe. Und zwar zuallererst habe ich mir diese fast handgroßen Sticker mitgenommen. Die eignen sich sehr gut für meine Budgetbinder zum Beispiel oder zu Dekozwecken. Und die waren reduziert von 2 Euro auf 55 Cent. Dafür konnten die auf jeden Fall mit. Leider war das der letzte Bogen und witzig sind auch die Wackelaugen zum Beispiel. Darum habe ich davon nur einen mitgenommen. Dann habe ich für meine Freundin, weil die Bilder gibt es hier oder bei ihr in Bielefeld irgendwie noch nicht im Teddy oder generell vielleicht nicht, habe ich ihr ein Bild ausgesucht und mitgenommen. Sie hat gesagt, bring mir mal ruhig ein Bild mit, aber kein Teilbild. Und das hat mir sogar gefallen. Aber ich bin ja im Stash-Detox, deswegen füge ich ja meinem Stash keine Bilder zu. Das ist so ein kleines Mini-Projekt. Ich denke mal 25 mal 25 im Endeffekt nur groß. Mit einem Tiger drauf und ich fand das Motiv, also für 3,55 € recht hübsch. Man muss gucken, wie es rauskommt, aber sie macht lieber kleine Bilder als große Bilder. Und ja, ich darf ihre Bilder mal auspacken, weil ich die, es knistert ein bisschen, ich mache mal gerade Off-Cam, denn das, was geknistert hat, war mal eine Kritik und deswegen wollte ich das ein bisschen reduzieren. So, Magie. Da ist das Bild wieder eingepackt für sie. Also das habe ich meiner Freundin mitgebracht. Dann habe ich ihr, genau wie mir, diese Osteranhänger mitgebracht. Das sind 4 Stück mit Standard-Toolkit natürlich. Die habe ich auch mal ausgepackt. Das sind meine, ihre sind noch verpackt. Und da sind 4 Anhänger aus Holz drin. Relativ groß, also man könnte die auch als Glasuntersetzer benutzen. Ich habe mir die aber zum Aufhängen an Osterstrauch mitgenommen. 4 Stück aus Holz. Da ist eine kleine Legende bei. Runde Steine in wunderschönen bunten Farben. Und so ein Sisalband zur Befestigung. 2,55 €. Und davon haben die 2 Sorten im Teddy. Ich kram euch die andere mal gerade raus. Das ist nämlich der Nachteil, wenn man die Folie schon abmacht, da muss man immer ein bisschen wühlen. Das ist das zweite Set mit Happy Easter für 2,55 €. Auch da gibt es 4 Holzmotive. Fand ich für das Geld super süß und ist auch super schnell gemacht. Auch mit Legende und DMC-Nummern, mit Sisalband und mit anderen, aber auch wunderschönen Farben. Sind so richtig schöne, ja, was, wie soll man sagen, so schöne Bunttöne, Regenbogentöne, ne? So, das ist das zweite Set gewesen. Also das ist der Diamond Painting Kram, den ich mir mitgenommen habe, die beiden Sachen. Das Bild habe ich meiner Freundin mitgenommen. Auch für meinen Hintergrund mitgenommen. Für 1,55 € ist dieses Pappschild mit Spring, mit 2 Ösen zum Aufhängen, so eine Art Wimpel, mit Stein, mit Standard-Toolkit. Da ist keine Aufhängung bei, aber so einen Faden habe ich im Haus, das ist nicht das Problem. Das habe ich mir für den Hintergrund mitgenommen. Also auch meins. So, dann habe ich für meine Freundin noch diesen Holzkranz mitgenommen. Ursprünglich war der für mich, aber ich habe ihr gesagt, wenn es keinen mehr gibt, wenn ich am nächsten Tag zum Teddy nochmal gehe, oder Teddy, dann kann sie meinen haben, weil ich ja eh nicht so viel Diamond Painting Kram brauche. Der ist aus Holz komplett, deswegen pack den nicht aus, weil es nicht meiner ist. Auch da ist ein Sisal bei und Seil bei und ein Standard Toolkit. Runde Steine. Es ist ein 4-Jahreszeitenkranz, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter mit so einem Aufhängerchen. Komplett aus Holz auch. Und der hat 4 Euro gekostet im Teddy. Der ist auch für meine Freundin. Dann habe ich noch mitgebracht, einfach weil es gefällt. Ich weiß aber nicht, ob es bei mir bleibt. Dieses Bild mit den Pilzhäusern. Es ist einfach nur ein Teilbild, ein schnelles kleines Projekt, wie ihr seht. Das gibt es für 3 Euro aktuell im Teddy. Also die hatten da richtig viel. Auch runde Steine in ein paar Erdtönen. Hoppla. Zack. In ein paar Erdtönen und in ein paar Rottönen. Dazu gibt es auch eine Legende mit DMC-Nummer und dem Originalmotiv.
und ein Standard-Toolkit. Das bleibt auch erstmal bei mir. So, ja, genau. Und dann habe ich noch die Papiertüte hier, die kriegt meine Freundin, weil ich ihr natürlich, und so sieht es dann verpackt aus. Mensch, ich komme immer ins Stativ. Auch nochmal die Anhänger gekauft habe. Da hat sie mich drum gebeten, weil auch die gibt es in Bielefeld bei ihr nicht. Und ja, da habe ich ihr dann ein schönes Diamond Painting Tütchen zusammengestellt. Das Teilbild mit den Pilzen, das wollte sie nicht. Sie hat gesagt, bringen wir mal bitte ein Vollbild mit. Und ja, das habe ich hiermit getan. Und dann habe ich ihr noch eine Marmelade bei Karls gekauft, nämlich die Erdbeer-Vanille. Da hatte sie mich auch drum gebeten, ihr die mitzubringen. Und ja, das war mein Haul aus dem Urlaub. So habt ihr euer Mittwochsvideo bekommen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch was davon gekauft hättet. Ob euch was besonders gut gefallen habt und ob ihr plant, dann vielleicht auch mal im Teddy vorbeizurennen. Also die hatten in dem Teddy, wo ich war, das war in Grömitz, da hatten die richtig viel. Von den Teilbildern richtig viele verschiedene Motive, von Pandas bis Katzen, bis einem Strandmotiv, dieses Pilzhäuschen. Davon hatten sie für 1,55 nur den Wimpel. Wie gesagt, der wird für meinen Hintergrund gestaltet. Und ja, von denen für 2,55 gab es halt diese beiden Sorten, die ich euch gezeigt habe. Aber auch richtig viele davon. Ja, den Kranz, den gab es halt nur noch einmal, als ich im Teddy war. Darum kriegt er meine Freundin. Und auch hier von diesen Bildern, von den ganzen Bildern für 3,55 gab es richtig, also es ist 30x30 Leinwandgröße, ne? Da gab es richtig, richtig viele verschiedene Motive von. Von der Galaxy-Katze bis zu dem Tiger. Ja, ich würde mal, wenn ihr die Chance habt, zu einem Teddy fahren und mal vorbeistöbern. Lass euch mit meinem ausgepackten Chaos alleine. Ich hoffe, dass das Rascheln reduziert wurde, findet Einklang. Kann ich natürlich nur machen bei meinen eigenen Sachen und wenn es jetzt nicht gerade ein Mystery Haul ist. Also wenn ich eine Mystery Box auspacke, dann kann ich natürlich nicht die Sachen vorher auspacken und mir so ein Chaos auf den Tisch legen. Das müssen wir dann halt zusammen machen, ne? Ich versuche da ein bisschen von der Kamera wegzugehen und das Geräusch zu reduzieren in Zukunft. Ja, ich hoffe, ihr seid am Freitag zur 5., meine ich, zur 5. Diamond Painting Sprechstunde dabei. Da wird es um das Thema gehen, was mache ich mit meinen Bildern, wenn sie fertig sind? Also nicht nur ich, sondern auch, was ihr machen könnt. Wir werden über gute Rahmen sprechen, über das Abschneiden des Randes, über das Nachbearbeiten eines Bildes, verschiedene Methoden, mit einem Bild umzugehen. Ihr werdet dann weniger mich sehen, sondern wir werden mal ein bisschen kreativ und wir arbeiten mal ein bisschen mit meinen fertigen Werken. Ja, das wird das nächste Thema der Diamond Painting Sprechstunde. Die gibt es am Freitag. Und dann, denke ich mal, wird es am Sonntag ein Whip and Chat geben. Aber das schauen wir noch. Ich weiß ja nie, was mir über den Weg läuft. Der Hall, der lief mir ja auch spontan über den Weg. Es war schon geplant, zum Teddy zu gehen und in den Stolz zu gehen und mir Klamotten zu kaufen. Ja, ein Einkauf bei Karl war gar nicht geplant, sondern eher das Frühstück und das Besorgen der Marmelade für meine Freundin. Ja, dann habe ich halt schöne neue Sachen für meinen Hintergrund demnächst, wenn der Frühling eingezogen ist. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Wenn ihr mir noch nicht folgt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da, das ist kostenlos. Über ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch super freuen. Und ja, wenn ihr mehr Diamond Painting Content sehen wollt, dann herzlich willkommen, bleibt gerne bei mir. Und wenn ihr selber einen Kanal habt, dann schreibt ihn gerne unten in die Kommentare. Support ist kein Mord, dann schaue ich bei euch vorbei und andere vielleicht auch. Und dann würde ich mal sagen, tschüssi, bis Freitag.